Hallo meine Freunde und willkommen hier wieder zu Let's Play Horizon Zero Dawn. So, ich habe das letzte Mal wieder, schon wieder eine Weile her, wo ich gespielt habe. Da bin ich der Sona begegnet, auf der anderen Seite die dieses Bergs Kriegsführerin haben unsere Feinde Maschinen aus der Erde. Des Dorfes, wo wir aufgenommen wurden jetzt wieder. Sünden der Alten sind doch. Und sie will sich rächen an den Überfall so ihrer Leute. Gebracht. Bei Mutters Wacht. Gewagte Behauptung. Ich hoffe, du wirst dir gerecht. Das werden wir kämpfen. Ich habe jetzt nur nicht genau zugehört, welches Viech die gerade gemeint haben. Aber das wird schon. Das werden wir gleich schon sehen, bestimmt. Warum nimmt ihr das nicht? So. Muss ich nur kurz was einstellen. Sofort am Start, Leute. Kein Problem. So. Ich habe meine Uhr vergessen einzustellen. Dann sehe ich mal, wie lange ich aufnehme. Oh, sehr nützlich. Das ist Schockwach. Wachswurzel. Ich frage mich gerade aus dem Busch dieses Vieh, das da rauskam, ob das uns auch verraten könnte, sozusagen, wenn wir uns da drin verstecken wollen. Das wäre interessant zu wissen. So, hier haben wir ein paar Kisten, wie ich gerade sehe. Das hält sich. Vor Stunden haben sich Krieger unten im Wald versteckt. Auf mein Signal greifen sie an. Unsere Feinde und ihre Maschinen sind in der Überzahl. Aber wir haben den Zorn auf unserer Seite. Vielleicht haben wir mehr. Wie das? Das ist Lohe. Wir verbrennen es, sie sprengen damit. So entstand diese Grube. Wir zünden es also an und dann? Bumm. Dann lasst uns beginnen. Wow, warte. Nicht so schnell. Gib mir etwas Zeit, mich zu nähern. Wenn sie mich bemerken, feuert. Okay. Mal sehen, wie es läuft. Da hat unsere kleine Aloy wieder hier voll den Plan, was wir jetzt starten könnten. So, jetzt ist natürlich die Frage. Ich würde sagen, wir gehen da lang. Ich habe da oben was gehört. Nein, nein, ist nix, ist nix. Müssen wir ganz vorsichtig sein. Wir machen alles hier sehr langsam und behutsam. Eindringling! Oh shit, das war so nicht geplant. Oh shit. Jetzt haben wir es genau so gemacht, wie ich es nicht haben wollte. Daneben, daneben. Okay, ich mache jetzt hier gerade übelst den Murks. Das war alles noch nicht geplant. Ich glaube, die hat es gesehen. Weg! So, unsere Schleichaktion hat hier wunderbar geklappt. Aufhöre zu schießen. So, weil da war doch irgendwas von wegen, dass sie empfindlich gegen Schock sind. So, jetzt machen wir mal hier wieder langsam. Erstmal, dass ich so im Kampf gestorben bin, kann es sein. Ja, wir müssen echt.
Ich muss mir was überlegen, weil die entdecken uns sehr, sehr schnell. So. Wir haben hier doch einmal irgendwo Präzisionsbogen. Nutzen wir das doch einfach mal. Es ist zwar unhandlich, aber müsste super sein, um. Wer schießt hier? Headshots zu machen. So, jetzt wurden wir noch nicht entdeckt. Gucken wir mal. Schwäche, Feuer. Brandpfeile haben wir. Können wir gleich mal ein paar herstellen. So, gegen ihre Schwachstelle war das Gesicht. Ich hab was gehört. Das war jetzt natürlich fail. Wurde entdeckt. Scheiße. Ich glaube, die haben mich gesehen. Und ich glaube, meine Leute kommen zur Hilfe. Ich sehe gar nichts. Der hat mich gelähmt mit diesem Dingster. Ich glaube, das kann ich mir gerade nochmal machen. Leichen läuft nicht so, wie ich es geplant habe, auf jeden Fall. Und vor allem sterben wir fatal schnell, ey. Da müssen wir echt. Müssen wir schleichen, ey. Das muss sein. Vielleicht könnte ich mit Brandpfeilen von oben diese Dinger abschießen. Ich weiß nicht. Oder muss ich die zünden und dann am Ende wegrennen oder sowas? Ich weiß ja nicht genau, wie das da so geplant ist. So. Nochmal. Ich habe Brandpfeile. Warum könnte ich die nicht einfach von da oben? Was ist, wenn ich das jetzt abschieße? Ja, wow. So. Haben wir hier noch so Lohe? Das hätten wir ganz anders machen müssen. So, ein Headshot haben wir schon mal. Ich kenne jetzt erstmal diese Typen hier. Verfehlt! Mit feinen säuberlichen Headshots oder auch nicht. Aber man sieht, was Unhandlichkeit angeht. Die lädt, glaube ich, auch viel schneller nach. So. Da machen wir uns noch mal ein paar Pfeile. Nein, nicht sterben, Junge. Ich weiß nicht, ob die hier alle sterben können. Ich möchte die alle lebendig am liebsten haben. Pfeil hat sich so ein bisschen gedingst, glaube ich. So. Jetzt haben wir hier einige erledigt. Jetzt könnten wir die ganze Sache hier mit dem Brandpfeil machen. Das ist über uns! So. Den nächsten, den wir hier erledigt haben.
glaub, mich faszinieren, wenn sie nicht gerade nach mir suchen würden. Wir haben fast alle, glaube ich. Hier haben wir nochmal so eine Vorratskiste. Das Ziel aus den Augen verlieren. So, das hatte auch Schwäche, Feuer. Schenkt mir keine Beachtung. Sieh mal an. Sind die Kackviecher. Die sind trotz des Verlangsamens immer noch recht schnell, finde ich. So, jetzt kommt noch so ein Finishing Move. Dann haben wir hier einen schon wieder erledigt. Aufpassen, dass unsere Leute nicht langsam hier abkratzen. Hier drüben ist jemand. So, schön verfehlt habe ich. So, jetzt muss der fliegen. Das war knapp. Ach, das ist ja ein Gegner. Das habe ich erstmal gar nicht gecheckt. So, der hat jetzt nochmal grünes Zeug und hier liegt auch noch mal ein Haufen grünes Zeug. Wüstenglas. So, da haben wir unsere Rache. Würde ich mal behaupten. Es ist nicht vorbei. Es waren viel mehr beim Hinterhalt, viele mehr. Wenn es sein muss. Jage ich diese verfluchten Dreckskerle bis nach Speerweiten. Oh ja. Du bist verletzt. Du verlierst Blut. Meine Gesundheit geht dich nichts an. Niemand zweifelt an deinem Können. Aber du brauchst Ruhe. Sie hat recht, Kriegsherrin. Gib deinen Wunden Zeit zum Heilen. Wahl, was machst du denn hier? Du solltest dieses Tor mit deinem Leben verteidigen. Das habe ich auch. Bis dein Bote kam, um von seinem Treffen mit Aloy zu berichten. Und von deinem Standort. Das Tor ist bestens bewacht. Mein Platz ist hier. Bei dir. Für die Vergeltung. Das ist man mir schuldig. Könnte mich hier mal umsehen. Vielleicht finde ich heraus, wo die anderen Mörder sind. Tu, was du willst. Wie alle anderen. Mutter. Man sieht, dass die Sona sehr, sehr erbost ist. Die will sich auf jeden rächen. So, hier können wir mal gucken, eine Spur markieren. Schauen wir mal, was für Spuren es hier gibt. Es sind aber so einige Spuren. Ich glaube, ich habe einen Weg gefunden. Folge der Loe-Spur. Wohin führt mich das Ganze? So, schauen wir mal. Ah, was haben wir denn hier? Wir haben wieder was entdeckt. Sie haben die angeforderte Lohe für die weitere Ausgrabung erhalten. Hier im Metallring habe ich als Vorsichtsmaßnahme den gesamten Vorrat in einem Unterstand gelagert. Sicher vor Funken und Blitzschlag. Und ich habe Posten vor den Eingang gestellt. Ich empfehle dringend, Ähnliches zu veranlassen. Oder die Konsequenzen zu tragen. Nachschubmeister Tiran, Ende. Ein Lohe-Vorrat in ihrer Basis. Wenn man den sabotiert, gewinnen wir. So, das teile ich Sona gleich mal mit. Ich habe etwas. Die übrigen Mörder haben ihr Lager in einem Metallring. Weißt du, was das ist? Verdammt. Der Metallring ist innerhalb von Teufelsleid. Der Ort ist verboten. Ich werde zu den Erzmüttern gehen. Eine Ausnahme erbitten. Wir haben keine Zeit dafür.
Es gilt Blut um Blut. Ist das Land verflucht, dann soll es unsere Vergeltung heiligen. Blasphemie! Bitte, Kriegsherrin, brich das Tabu. Teufelsleid ist ein verfluchter Ort. Vielleicht wird Aloys Suchersegen uns beschützen. Ich sende Späher voraus. Wir werden uns am Felsen über dem Roten Echo treffen und unseren Angriff dort beginnen. Klingt nach einem Plan. Bis später. So, sie wird das Gesetz wohl brechen, um das zu machen. Und ignoriert, dass man eine Ausnahme braucht oder einen Segen oder sonst irgendwas. Aber ich könnte es ja machen, auch alleine. Ich habe diesen Segen. Und ich könnte es daher auch machen. Die Frage ist nur, wie schwer wäre es, das Ganze alleine zu machen. Ist das? Ich finde es dumm, dass es nie zeigt, was das hier ist. So wie das. Wobei, ich glaube, das zeigt es erst, wenn wir es auch besucht haben. So, Quest. Was haben wir hier? Hauptquest. Die Rache der Nora, eine Suche vor den Toren. Dann haben wir noch Nebenquests, aber nicht genügend. Banditenlager. Das könnten wir doch mal machen. Rede mit Neil. Das könnten wir doch tatsächlich mal machen. So, ich habe hier 2 Fertigkeitspunkte. Aber die behalten wir noch. Denn man braucht immer mehr Fertigkeitspunkte für neue Skills. So, guck mal, da haben wir noch ein paar Dinge zum Einsammeln. Wüstenglas. Okay. So. Was mit unserem Pferd? Können wir den noch rufen oder ist er zu weit weg? Oder ich habe keine Ahnung, wie das Ganze hier funktioniert mit dem Viech. Aber scheinbar habe ich den nicht mehr. Wahrscheinlich muss ich mir ein neues zähmen. Auch immer gebrauchen zum Sachen herstellen, ja, teilweise. Und hier haben wir noch ein Wildschwein. So, da können wir mit dem Seil nach unten. Hopsa. So, hier haben wir noch mal, glaube ich, so Heilpflanzen. Die müssen wir auch echt mal wieder auffüllen. Aber wir haben nicht viel. Beziehungsweise gar nichts mehr gehabt. Aber hier haben wir einiges. Das können wir uns gleich alle schnappen. So. Hier haben wir noch ein Füchsli. Und dann laufen wir mal wieder hier Richtung Quest. Unterwegs sammeln wir noch schöne Pflanzen, damit wir hier auch uns für die nächsten Male schön heilen können. Ah, da kriege ich jetzt nicht so schnell, denke ich mal. Dann ändert sich die Musik plötzlich so. Val hat von einem Banditenlager gesprochen. Oh. In einer Metallruine. Das muss wohl das Lager sein. Ich sollte lieber die Augen offen halten. Barl. So, das werden wohl alles Gegner sein. Den da oben, denke ich mal, könnten wir mal so umbringen. Ich glaube, das werden die nicht bemerken. So. Wo haben wir denn hier noch Gegner? Da hinten, den würde ich mal sagen, den vernichten wir auch mal. Was geht denn jetzt ab? Daneben geschossen, das ist nicht gut. Was geht denn jetzt ab? Ich muss nicht mal Headshots machen, oder was, um die gleich zu vernichten. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob die mich entdeckt haben oder nicht. Hey, die bücken sich immer. Ich glaube, ich schieße ab auf die Brust. Ey! Na schön. Hier gibt's Schwierigkeiten. Schnappen wir sie uns. Das gibt's.
Siehst du nicht. Ja, schon mal super. Ohne Munition. Ohne Munition, ja, wir machen noch welches. Ganz ruhig, Madame. So, voll auf die Titten. Ja, was geht denn jetzt ab? Was ist denn das da hier eigentlich? Banditen, was? So ein Alarmdings. Kein Problem. Alarm oder nicht, die fallen jetzt eh gerade alle um. Das ist kein Problem. Endlich. Was haben wir hier? Banditenscherge. So, dann gucken wir uns hier mal alles an. Ich glaube, wenn das gezündet ist, dann brennt es und dann wissen die, dass da hier was los ist. Oder? Kann es auch leer gehen? Keine Ahnung, wie dieses Ding da funktioniert. Ich soll nach da hinten. Ich würde sagen, ich kann die ja trotzdem jetzt noch vernichten mal, oder? Oder erledige die Banditen. Nee, das machen wir jetzt geschwind. So, gut machen kann man das scheinbar nicht. Okay. Irgendwie noch irgendwelche besonderen Sachen. Trainingsattrappe. Hier haben wir wieder ein paar Gegner. Das ist kein Problem, die töten wir alle. Wo haben wir noch welche? Da oben ist noch einer. Den sehen wir aber von hier aus nicht. Nee. Den kriegen wir wohl nicht. Gefangene? Wo? Das sind nicht nur simple Ganoven, sondern auch Sklavenhändler. Oh, der hat uns fast entdeckt. So, gehen wir mal jetzt hier schnell um die Ecke. Dann gucken wir uns die Positionen. Er hat die Leiche entdeckt, wenn ich gerade richtig gehört habe. Oh, ich glaube, der wollte gerade sagen, ich glaube, ich habe was entdeckt und dann habe ich den gleich niedergemäht. So, hier haben wir so komisches Zeug. Ach so, diese komische Aura da, das lila-blaue Zeug, das sind einfach nur Leichen. So. Was haben wir hier? Du kommst mit mir. Gefangener. Die mich hier schön befreien. Und hier haben wir noch einen Gegner. Aber. So, brauchen wir wieder Munition. Ich glaube, langsam wird unser Draht knapp, oder? Sie sehen dich nicht. Was wir brauchen. Der braucht, Alter. So. Gar nicht gesehen, hey. Was macht er mit uns, den Typ, den wir hier befreit haben? Genau hier.
Ja, ich bin noch hier, aber die ist zu blöd zum da hochklettern. Es muss gelb sein, sonst geht das ja natürlich nicht. Verdammt, kann das dann. So. Wo haben wir noch welche? Normalerweise müssen wir jetzt hier fast alle haben. Das kann ich alles nicht mehr mitnehmen. Scheiße. Die sehen ziemlich wertvoll vor allem noch aus. So. Wo haben wir hier denn noch Banditen? Hier haben wir einen. Zurück auf Position, aber nicht zu sicher fühlen. Das war's fürs Erste. Nix da, Madame. So. Questbelohnung 5000 EP. Ach, da gibt's noch einige wahrscheinlich. Sucherin, darf ich mit dir reden? Nö, darfst du nicht. Ich würde sagen, wir reden mit dir erstmal im nächsten Part, denn das war's für diesen Part. Wir haben das Banditenlager ausgeräumt, Zona geholfen, Sucherin, sich mir die Ehre zur Hälfte zu rächen sozusagen. Und die anderen werden noch drankommen, die werden wir auch noch vernichten. Und da würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal bei Let's Play Horizon Zero Dawn. Ciao, bis dann.